Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dalbert TV. So, wir haben hier ein paar Versorgungskisten gefunden. Die sammeln wir natürlich direkt mal ein. So, öffnen. Schon wieder diese ganzen Dinger hier. Ach, da gingen ja nur zwei. Wie sieht's hier aus? Haben wir da noch einen frei? Der geht. Perfekt. Ja, und der Rest ist schon wieder Verkaufsware, würde ich sagen. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? 10%? 10%. Okay, so, und gleich hier vorne ist noch einer. Das war der, den ich eigentlich angefahren habe. Und der da jetzt eben, den wir jetzt eben geholt haben, war wahrscheinlich einer, den ich irgendwann mal vergessen habe. So, komm, kannst hier unten bleiben. Du kannst dich mal kurz mal schlafen legen, bitte. So, was gibt's hier Schönes? Oh, ein selbstgebaute Pistole-Dingsbums. Eine selbstgebaute Pistole. Und 100 Schuss nehme ich. Gut, dann haben wir das Ding nämlich auch erledigt hier. Dann kann ich den hier löschen. Und dann wäre die nächste Aufgabe, irgendwo hinzufahren, wo es Autos gibt. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal Richtung Stadt. Gucken mal, was wir unterwegs so finden. Halt. Ich brauche dich. So, und hier habe ich auch einen Bock missgebaut. Das sollte eigentlich zu Hause bleiben. Aber ist egal. Jetzt habe ich es dabei. Jetzt benutze ich es logischerweise auch. So. Mal sehen. Ich denke, hier werden wir keine Autos finden, aber das ist noch ein komplett unerkundetes Gebiet. Fahren wir mal ein Stückchen zusammen. Geht ja recht zügig hier mit dem Motorrad. Mal sehen, was wir hier noch so auftreiben können. Da ist schon das Schneebiom. Ziel für heute. Autos knacken. Wir brauchen Sprit, wir brauchen Federn und ja, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Sprit und Federn und davon eine Menge. Also nicht diese Federn von den Vögeln, sondern die Federn von den Autos. Weil irgendwie gibt es da keine Möglichkeit, die herzustellen. Zumindest habe ich keine gefunden. Vielleicht gibt es die ja und ich habe sie nicht gesehen. Wenn ja, schreibt es mir mal bitte in die Kommis. So, jetzt müsst du aber so langsam mal die ersten Autos finden hier. Und dann wäre auf jeden Fall eine Station, die wir anfahren sollten, eine Tankstelle, ein Pass and Gas, Ölfabrik, irgendwie sowas. Hier, guck mal. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Ist das hier nicht so ein Ölschiefer-Dingsbums gewesen? Guck mal, gibt schon mal ein bisschen Sprit. Nur laut genug schreien und es kommt. Danke. Eins, zwei. Oh, wie konnte der daneben gehen? Und wieso zum Henker habe ich keine Ausdauer mehr? Burn. Genau, brenn in einem Ölsilo. Das ist sicherlich das Beste, was passieren kann. Womit baue ich das denn nochmal ab? War das hier die Spitzhacke? Jawohl. Und wie mache ich damit jetzt nochmal Benzin? Offensichtlich auf dem Lagerfeuer. Oder Chemietisch. Eins von beiden. Als beides recht. Moment mal. Moment, Moment, Moment. Nee, das ist tatsächlich nur der eine Brocken, oder? Ja.
Ja gut, komm, dann machen wir es gerade noch fertig. Ich dachte, das wäre jetzt mehr. So, der letzte Rest hier. Aber gut, ich habe natürlich auch keinen Plan, was man dadurch dann rausbekommt. Ne? Das ist ja schon ein bisschen was hier. Benzinkanister. Scheint ein bisschen was zu geben. Sollen wir bei Gelegenheit mal ausprobieren. So. Bisschen Ölschiefer habe ich zu Hause auch schon rumfliegen, glaube ich. So, das war's. Da vorne liegen auch noch Fässer. Nehmen wir die Seite hier nochmal runter. Sollte meine Ausdauer nicht immer so rausballern. Hey, wo war denn jetzt das Fass, was ich eben gesehen habe? Da. Oh, Gesellschaft. Oh. Bleib einfach liegen, okay? Einmal Honig, bitte. Hallo Häschen. Da hinten ist noch ein Rucksack. Oh, das klingt nach einem Puma. Und das neben hier so einem Explosionsfass. Keine gute Idee, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich die immer wieder mitnehme. Kann eigentlich ja nur von hinten kommen, ne? Was ist denn mit dir, Hasi? Na gut, wenn ich schon mal dabei bin, nehmen wir dich auch noch mit. Der da die ganze Zeit rumhockt, kann ja nicht nein sagen. So, überladen schon wieder wie Sau. Unglaublich. Hunger hat er auch. So, essen wir erstmal hier so ein Ding. Alles, was wir nicht verkaufen. Und noch ein bisschen getankt. Gut, dann suchen wir jetzt mal unsere Autos. Das war ja Sinn des eigentlichen Besuchs hier in der City. Da wäre schon mal eins. Wo ist das Jute? Da ist es. Sprit, Federn. Haben wir schon genug Federn, das ist schon mal schön. Oh, da war noch einer hinter der Tür, den habe ich gar nicht wahrgenommen. Ist auch nicht nötig, wie mir scheint. Irgendwo ist noch einer. Auf dem Dach hinter der Tür, wo ist sie denn? Schaufel, 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 da bist du. Okay. Hier fliegt so viel Gratis-Benzin rum, das kann ich natürlich nicht stehen lassen, Leute. Ich wusste doch, dass es einen Hund gibt. Oh, das ist vielmehr ein Wolf. Komm zu Papa. Ab mit dem Kopf. Und wieder rüber auf die Waffe. Habe ich nicht was gegessen gehabt eben? Ich weiß es gar nicht.
muss meinen Knochen gleich mal reparieren. So, guck mal, eigentlich wollte ich los Autos knacken. Aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt schon ein bisschen Benzin gefunden, wir haben Ölschiefer gefunden. Es ist ja alles sehr zielgetreu, was ich jetzt hier habe. Also von daher alles im grünen Bereich. Da ist noch ein Autowagen. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Eine Batterie, sehr schön. Ich muss mich doch kurz mal mit meinem Loot hier beschäftigen. Nee, nicht das. Das wollte ich haben. So, jetzt sind wir aber wieder auf Kurs hier. Schnell mal was essen und dann gehen wir noch ein paar Autos suchen. So, was schmeißen wir noch raus? Federn können raus, das kann raus. Alles, was wir behalten, fliegt raus. Oh, jetzt ist voll. Gut, dann lasst uns vielleicht doch Richtung Händler fahren. Da ist ja schon wieder ein Wolf. Sag mal, also das mit den Tieren hier in diesem Biom ist echt schon der Oberhammer, oder? Wo war denn der? Da wollen wir hin. Andere Richtung. So, aber ich halte natürlich bei Autos an. Und weiter im Text. Habe ich was liegen lassen? Nee. Oh, no. So war das nicht geplant. Ah, guck mal, langsam wird ein Schuh draus hier. Darf ich kurz fertig machen, bitte? Sehr nett. Vielen Dank fürs Warten. So, guck mal, die Butze ist voll. Halt, 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 halt. Hier ist schon wieder so ein Silo-Ding. Und hier ist der Händler. Ach, was soll's denn? Hier irgendwas drin, was ich verticken will? Nope. So, dann rein da. Ein bisschen was verkaufen. Habe ich noch ein Reparaturkit? So, ich glaube, jetzt haben wir alles, oder?
Ja, ein Rap-Kit habe ich noch. Check back soon. I get new merchandise daily. So, der auch noch weg. Ach, guck mal, der hat geschmiedeten Stahl. Nehmen wir alles mit. Einfach mal was können. Morgen gibt's neues Zeug. Verursache 20. Ach, nee. Nee, nee, nee. Ach so. Gerade schon gedacht, was ist das denn bitte? Dietriche, 10 Stück. Ja, hier ist nichts, was mich wirklich glücklich macht. Judith. Schädelbrecher. Schleichschaden. Oh, scheiße, Drops waren langweilig, ne? Nerd-Tatz. So, was machen wir jetzt? Bisschen was zu trinken kann ich mal mitnehmen hier. Dann bekommt der Stahl hoch. Jawohl. So, Werte alles wieder aufgetankt, alles Taco, alles schick. Wir haben genug von den Federn auf jeden Fall. Wir haben die Karre vollgetankt. Jetzt, wo ich weiß, dass man Sprit recht zügig, recht einfach besorgen kann, mache ich mir da eigentlich auch überhaupt kein Drama drum. Und hier wäre jetzt die Nachtmission. Wie spät haben wir es denn jetzt? 19.10 Uhr. Und da steht auch eine Kiste von mir. Düsen wir doch da mal gerade hin. Pietz. Wo war ich denn hier mal drin? Warum habe ich die Kiste da hingestellt? Fats Food, Butcher Pietz, war ich glaube ich noch nicht drin. Abbruch. Schau mal an. So, schmeißen wir hier mal alles rein. Das würde ich so rum machen. Das würde ich so rum machen. Das hätte ich gern mitgenommen. Dafür kommen die da rein. So, Munition haben wir. Das kommt rüber, das kommt rüber. Die können wir auch erstmal behalten. Nö, alles gut, das passt. So, dann schmeißen wir jetzt hier noch ein. Ach, dass ich da immer irgendwas aufmachen will. Total bekloppt. So, das geht rein, das geht rein, das geht rein, das geht rein, das auch. Flup, flup, flup. Das geht auch auf jeden Fall rein. Rest kann ich behalten. So, und jetzt wollen wir natürlich die Munitionsvorräte nochmal auffüllen. Überschüssigen Kram wieder raus. Und wir tauschen einmal. Was tauschen wir denn? Ich will. Ich habe schon wieder vergessen. Ich wollte irgendwas gerade noch austauschen. Die Knarre hier. Die wird getauscht gegen. Steroide brauche ich bei der Nachtmission nicht. Ist totaler Humbug. Ich tausche das gegen die leeren Gläser, weil die kriege ich sowieso.
Und dann kann ich hier meinen Hammer reinpacken. Und ich würde sagen, für den Start erstmal die Axt. Und dann bin ich zufrieden, froh und glücklich. So, dann lasst uns mal die Jungs hier hinten nochmal eben wegmachen. Und in diesen Ölkanister da hinten nochmal reinschauen. Oder ist das der, wo wir eben schon drin waren? Ah, dieses Feuer ist gar nicht schlecht. Nee, das ist nicht der, wo wir eben schon drin waren. Du sollst liegen bleiben, habe ich gesagt. Wir schrecken hier alles so ein bisschen auf. Ja, du lass dir mal ruhig ein bisschen Zeit. Oh. Autsch. Sehr schön. Also hier gibt es eine Menge Ölschiefer. Eine große Menge Ölschiefer hier und hier auch. So, wo ist jetzt der Fraggle, der hier noch rumprügelt? Er hier. Ja, sauber, Leute. Pass auf, dann machen wir das doch ganz einfach. Wir beenden die Folge jetzt an dieser Stelle. Und ich werde schlicht und ergreifend Ölschiefer sammeln, bis es Nacht wird. Und dann hole ich euch für eine neue Nachtmission. Und zwar die hier vorne wieder dazu. Sekunde, die machen wir gerade noch zusammen rein. Das ist auch meine neue. Die waren definitiv noch nicht kennen. Zack, da ist sie auch schon. Und sie ist 80 Meter in die Richtung. Also alles gut. Also in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen zu einer neuen Nachtmission wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.